muss immer einfach. Das bist du soweit. Oh mein Gott, warte doch nicht. Bist du soweit? Wahrscheinlich, wie du gesagt hast. Ja, bist du soweit? Ja? Los. Das ging schon. Hey, da, was geht ab, Leute? Hunger? Saftig. Moment. Das war's. Geil. Moment, ich schalte mir das Video wieder aus. So, nochmal. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ihr habt gerade die letzten Szenen gesehen von dem Video, wo ich Level 40 geworden bin. 20 Millionen braucht man für Level 40. Und das habe ich hochgeladen am 19.04. Moment. Sprich, das war vor 4 Monaten. Ich habe jetzt 40 Millionen erreicht, sprich Doppel-Level 40, das sind 4 Monaten, ungefähr 8 bis 9 Monate, bis ich das erste Mal Level 40 erreicht habe. Und jetzt habe ich das in der halben Zeit geschafft. Moment, ich stelle euch mal ab. So, auf Dauer geht es richtig auf den Arm. So, ich habe für die ersten 20 Millionen, also für das erste Mal Level 40, 9 Monate gebraucht. Und jetzt 4 Monate nur, genau die halbe Zeit, sprich, da merkt man schon, wie viel mehr ich mit Glücksei gespielt habe und die Events ausgenutzt habe. Checken wir mal die. Okay, ich muss euch natürlich erstmal die EPs zeigen. 40 Millionen, 41.000, 42.000, seitdem überhaupt nicht mehr gespielt. Nur die Raids, täglichen Raids und so. Nicht mal die habe ich jeden Tag mitgenommen. Heute kann ich zum Beispiel noch 2 machen, einen habe ich verplant. Also nicht verplant, ich hatte gar keinen Bock auf den. Und das Go Plus geht ab. Auf jeden Fall. Checken wir erstmal dieses Video ab. Das ist das Video, was ich gemacht habe, nachdem ich Level 40 geworden bin. Die ganzen Pokémon, die ganzen Statistiken. Und die vergleichen wir jetzt miteinander. Ah, so. Mein Gott, das Go Plus geht ab. So. Schalten wir mich mal auf stumm. Okay, direkter Vergleich. Damals mit Lavita gelaufen. Okay, das Go Plus geht ja richtig, aber was ist hier los? Drache. Drache 2. 286. Drache 392. Kurz unter 400. Nicht ganz das Doppelte. Aber seitdem, ihr wisst, die Scanner laufen nicht mehr perfekt. Haben wir auch nicht mehr so viele Touren gemacht. Kampf 420, 686, das heißt 266 neue, naja, Incognito 4, seitdem natürlich 10 durch das Event, 3 neue und 3 an sich einfach neue. Mein Gott, was geht mit dem Go Plus ab? Hier, Moment, Carpador, 66 neue in 4 Monaten ohne die Map, also. Ich habe die ja voll gemacht. Ich halte das mal kurz. Ich habe die ja voll gemacht, indem ich die XL Carpador sogar gescannt habe. Mein Gott, ich weiß echt nicht, was hier abgeht gerade. Und seitdem 66 neue, ohne drauf zu achten. Da könnt ihr so ungefähr abschätzen, wie selten die sind. Laufen. Bisschen mehr als 3000. Ich habe seitdem bin ich nur 1100 gelaufen. Das heißt, ich habe mich echt wenig bewegt in der Zeit. Gefangen. Krass. So, Pokémon, das ist das Wichtigste. Alter, wo bin ich? Was passiert hier gerade? Da hatte ich ungefähr 50.000. Jetzt habe ich ungefähr 75.000. Ganz langsam hier, ganz langsam. Das heißt, man kann es ungefähr sehen. 25.000 mehr. Also nicht 25.000. Ja, 25.000 mehr. Aber mit diesen 25.000 habe ich dieselbe Anzahl an EPs gemacht. Da sieht man direkt Doppel-EP-Event und Glückseier. Entwicklung. So. Entwicklung. Die Medaille haben wir bei den Medaillen-Statistikvergleichen nicht gezeigt. Hat keiner gedacht, dass die interessant ist. Auch hier könnt ihr sehen. Ungefähr 50% mehr als da. Und mit diesen 5. Also hier habe ich ungefähr 9000. Hier habe ich 4000 mehr. Und mit diesen 4000 habe ich genauso viel EP gemacht wie mit den 9000 da, also Eier. Ja, passt hin. 400 mehr. Sprich,
In einem Monat ungefähr 100 Eier. Und in 8 Monaten war das 800 Eier. Und jetzt 4 Monate später 400 Eier mehr. Also das passt ungefähr. Pokestops. 24.000 mehr. Das passt auch ungefähr. Ungefähr 50% wieder mehr. Die machen, glaube ich, nicht so einen Unterschied jetzt. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes? Es gibt ja jetzt 3 neue Medaillen. Raid, Arena und Füttern, aber die EPs da sind echt minimal. Außer bei Raids halt. Legendäre mit Glücksei. Kämpfen. 1500 mehr. Also wieder diese 50% mehr. Trainieren ist jetzt ja leider weg. Da habe ich ein bisschen mehr, aber die gibt es nicht mehr. Die kann man nicht mehr erhöhen. So, Radfratz. Um die 1000. Und jetzt habe ich um die 1350. Also Radfratz geht bei mir krass ab. Keine Ahnung wieso. Und das war's mit dem Video. Und Go Plus. Hat sich gerade entkoppelt, glaube ich. So, das war jetzt das zweite Mal auf Level 40. Die letzten 20 Millionen. Man konnte eindeutig sehen, ich habe weniger gefangen, weniger gedreht, weniger entwickelt, weniger gebrütet, bin weniger gegangen und habe trotzdem dieselbe Anzahl an EPs gemacht wie die ersten 20 Millionen. Sprich, man sieht ganz klar die Doppel-EP-Events und die Glückseier. Krasser Unterschied. Und jetzt ist die Frage, 50 Millionen. Machen wir die schnell oder machen wir die langsam? Ihr wisst, ich habe ein paar Konkurrenten, die sind echt nicht mehr normal, was die so machen. Ich habe jetzt die Woche gechillt, in der Woche haben die wahrscheinlich eh schon wieder 1-2 Mille gemacht. Also ich glaube, ich kann da echt nicht mehr lange mithalten. Und ich brauche auf jeden Fall eine Pause, ich kann und will da nicht mehr dieses Rennen haben. Auf die 50 Millionen. Ich hatte mir natürlich überlegt, okay, für die 50 Millionen ein Rennen, ein Race, das wäre auch richtig geil eigentlich. Aber jetzt auf die 40, das hat mich echt komplett zerstört. Hatte mir sogar überlegt, ein bisschen zu investieren, um zu schauen, wie schnell ich jetzt dann auf die 50 kommen kann. Aber ich glaube, ich lasse es ganz ruhig angehen. Werde jetzt ein bisschen chillen, ein paar andere Sachen machen und so meine Statistik, die anderen Medaillen ein bisschen erhöhen. Kämpfen wollte ich eh schon lange auf 10.000 Bing. Das ist mein nächstes Ziel. Und die 50 können warten. Beim nächsten Event mache ich eh wieder 5-6 Mille. Und dann sollte das auch kein Problem sein, aber ein Rennen mit den anderen Freaks, das packe ich glaube ich echt nicht mehr. So, das war's. 40 Millionen, zweimal Level 40. Das war echt ein hartes Stück, ein hartes Rennen. Ein inoffizielles Rennen mit den Konkurrenten. Klingt eigentlich ziemlich verrückt. 40 Millionen, zweimal Level 40, wenn andere noch nicht mal Level 40 geschafft haben. Aber, wie gesagt, in meinem Video alles in Relation zu den anderen. In Pasing habe ich auch viele getroffen. Die waren dicht an mir dran oder hatten sogar mehr. Da kommt so ein Junge. Ich will keine Ahnung, wie alt er war. Er so, wie viel EP hast du? Dann habe ich ihm meinen Stand gesagt. Und er so, ja, ich habe 43 Millionen oder so. Ich so, oh mein Gott, was ist da los? Also, und da war noch so ein anderer aus Stuttgart, auch gelb. Der hatte 45 Millionen, 46 Millionen, also. Da waren auch einige dabei, die hatten mehr als ich. Und viele, die waren echt nah an mir dran. 35, 36, 37, 38 Millionen, also. Also gibt viele krasse Spieler, viele Freaks, viele Süchtige. Aber mal schauen. Für die 50 Millionen lasse ich es erstmal langsam angehen. Zumindest jetzt auf jeden Fall die nächsten paar Tage, Wochen. Vielleicht habe ich dann irgendwann wieder Bock, ein bisschen mehr zu machen. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie viel EP ihr habt. Ja, schreibt das unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.